Willkommen zurück zu Dragon Quest Builders 2. Wir sind jetzt hier auf dem Grünfeld Bauernhof und haben einen Strohmann hergestellt und sollen jetzt hier mit der Rosie reden, die wir beim letzten Mal gerettet haben vor wilden Affen. Was ist los, Trebek? Du scheinst dich sehr bei uns über was zu freuen. Du hast herausgefunden, wie man Vogelscheuchen baut? Aber natürlich, auf Feldern stehen Vogelscheuchen. Wenn wir einen in den Boden stecken, wird jeder wissen, dass dort unser neues Feld ist. Wo wollen wir sie aufstellen? Oh, ich weiß, da drüben ist noch ein kleines Fleckchen gute, saubere Erde. Ich bin so aufgeregt, ich kann es kaum erwarten, den Boden zu pflügen. Aber natürlich erst, wenn du das Feld offiziell mit einer Vogelscheuche markiert hast. Von den Kletterpflanzen bekommst du ein Seil, falls du Materialien brauchst. Von den Bäumen kriegst du Holz. Du musst nur mit einem Hammer draufhauen. Na los, Truplay, bau uns eine Vogelscheuche und stell sie mitten auf unser Feld. So. Ist das etwa das, was ich denke? Oh ja, jetzt haben wir eine Vogelscheuche. So weiß jeder, wo wir unsere Feldfrüchte anpflanzen. Gut, den nächsten Schritt kannst du mir überlassen. Es ist Ackerzeit. Guck zu, ich weiß, wie ich mit einer Hacke umzugehen habe. Okay, wenn sie das macht, gucken wir mal ganz kurz. Ich kann ein Lagerfeuer bauen, das ist auch in Ordnung, aber ich will hier eigentlich Holz suchen. Ah, da. So, wir sammeln so lange das Holz ein. So. Und? Ja, die Baum auch schon fällen, Tatsache. So. Problem hält folgendes. Seltsames etwas. Das sind Herzen. Ah, Landwirtschaft macht so viel Spaß. Ich könnte vor Freude platzen. Du sahst eben auch ziemlich fürchterlich aus, so wie du mit einem breiten Grinsen im Gesicht mit dem Arm gefuchtelt hast. Was hat es damit auf sich? Was? Aus mir ist etwas rausgeplatzt und du hast es genommen? Es hat sich so angefühlt, als würde ich von gärtnerischer Freude platzen. Vielleicht ist diese Freude wirklich rausgesprungen. Na gut, was es auch war. Es wird bestimmt noch nützlich sein. Falls also noch mehr aus mir rausspringt, sammle bitte alles auf. Die Bewohner lassen Dankbarkeitspunkte fallen, um zu zeigen, wie viel Spaß sie am Bauen, Anbauen oder anderen alltäglichen Dingen haben. Sammle so viele du kannst. Okay. So, aber ich habe jetzt auch hier Blöcke. Kann ich das mal hier das Haus zumachen? Nein. Oh, ich bin so doof. So. Damit haben wir auch noch einen kleinen Raum gebaut. Was hältst du davon, Truplay? Ich habe die Erde und die Vogelscheuchen herumgepflügt. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Mit deinen hervorragenden Erfindungen und meinem Anbauertalent werden wir fantastische Felder kultivieren. Vom ersten Moment an wusste ich, dass du etwas Besonderes bist. Schließlich würde nicht jeder sein Leben riskieren und einem Fremden sagen, dass er ein Erbauer ist. Du weißt nicht, warum das so gefährlich sein soll? Ha. Hast du die letzten Jahre hinter dem Mond gelebt? Jeder weiß, dass Erbauer die Bösen sind. Aber egal, wir machen uns besser an die Arbeit. Wir haben ein Feld, also lass uns auch etwas anbauen. So, dann gucken wir mal ganz kurz. Ich brauche hier... Genau, das brauche ich, damit ich mal ein paar Betten machen kann. Jedenfalls ein Bett machen. Ah,
Ansonsten ist nämlich hier irgendwann gefährlich. Und das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Ist hier noch irgendwo einer? Nee. Ah doch, er hat noch einen gesammelt. So. Oh, guck mal, da sind wieder Herzchen. Lalala. Ah. Wir müssen dafür sorgen, dass hier keine Monster reinkommen in das Haus. Das ist sonst so gefährlich. Okay. Ich muss erstmal ganz kurz noch ein Bett bauen. Weil das ist mir sonst echt zu gefährlich. Kann sogar 5 Stück bauen. Ich glaube, wir sind sogar 5 Leute. So. Machen wir es halt so rum. 1, 2, 3, 4, 5. Und wir schlafen in der Nacht. So, haben wir es wieder Tag. Und jetzt können wir hier mal ganz kurz das einsammeln. So, das ist auch weg. Wunderbar. Und wir haben jetzt hier Steinblöcke bekommen, warum auch immer. Eigentlich wollte ich gar keine Steinblöcke, aber egal. Gut, jetzt ist die Erde soweit. Als nächstes müssen wir ein paar Samen einpflanzen. Bitte schön, Truppel, hier sind sie für dich. Kohlsamen. Ehrlich gesagt ist Pflügen ein Kinderspiel. Jeder mit einer Hake kann das. Aber es braucht eine ruhige Hand und einen scharfen Blick, um Samen richtig einzupflanzen. Und ich glaube, du bist genau der Richtige dafür. Insgesamt sollten wir 5 Kohlsamen haben. Truppel, sag mir Bescheid, wenn sie im Boden hier ein neues Zuhause gefunden haben. Fünf Stück, dann machen wir das mal hier. So, das kann auch noch weg. Das ist auch noch was. Oh. Gute Arbeit, Triple. Du hast alle Samen eingepflanzt. Ich hätte nichts Besseres machen. Ich hätte es nicht besser machen können. Warte nur, bis die Bonanzo und Peer das sehen. Sie werden darum betteln, Teil unserer kleinen landwirtschaftlichen Legende zu werden. Bald werden die Samen sprießen und wir werden der Erfüllung meines Traumes einen Schritt näher sein. Okay. Ich mache jetzt mal noch ein bisschen Ordnung. Und jetzt werde ich hier auch mal normale Steine platzieren, weil... Zack. Zack. So, wunderbar. Das ist auch platziert. Wie sie ihn mal eben ja die ganze Zeit wegschieben. Dank dir haben wir ein gepflügtes Feld mit eingepflanzten Samen. Jetzt müssen wir unsere Pflanzen nur noch bewässern. Siehst du diesen kleinen Hügel da drüben, Troplay? Warte, ich drehe mich. Yep. An seiner Spitze entspringt eine Quelle, aber es ist ganz schön umständlich, jedes Mal hochzuklettern, wenn wir Wasser brauchen. Da kommst du ins Spiel. Kannst du etwas bauen, das uns dabei hilft, Wasser zu holen? Eine Art Bewässerungsstation? Schön das Buch in die Fresse. Truppel zeichnet folgenden Bauplan. Bewässerungsstation. Verdorbene Erde. Blockierung. Entfernen. Gesamt 24. Okay.
Heiliger Bimbam, ist das... Oh ja, das ist ein Bauplan für eine Bewässerungsstation. Hast du den einfach so ohne Vorlagen gezeichnet? Das ist ja unglaublich. Das ist wieder... Das ist wie der, den du auf der Insel gezeichnet hast. Aber wie es aussieht, müssen wir die Materialien für den hier selbst sammeln. Naja, wenn wir auf Grünfeld von einer Sache mehr haben als genug, dann ist es verdorbene Erde. Hau einfach auf den Boden ein, wenn du welche brauchst. Oh, und denk dran, wenn du fertig bist, musst du den Block zerstören, der das Wasser zurückhält. Dann haben wir eine feine kleine Wasserstelle. Und falls der Hunger bekommt, gibt es unter dem Strand, unten am Strand immer mehr als genug Tang. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Verdorbene Erde. Ist doch eigentlich das, ne? Hm. So. Und von der anderen Seite ran. Und den Block hier wegmachen. Und das Wasser läuft. Hä? Ah, da fehlt auch noch einer. Okay, die zwei habe ich jetzt übersehen. Gute Arbeit, Truplay. Was auch immer das ist, es sieht genau wie im Bauplan aus. Wow. Mit dieser Bewässerungsstation können wir endlich die Felder bewässern. Vielen, vielen Dank, Truplay. Pflanzen zu bewässern ist wie die Erde zu pflügen. Jeder Dummkopf kann das, also überlasst das Ganze mir. Lehnt euch beide zurück und seht dem Wasserwunder beim Wunderwirken zu. Halt, Herzen einsammeln. Ausgezeichnet. Danke dir, danke dir. So, warte mal, hier haben wir auch noch was. Hier kann ich noch mal ein bisschen Holz sammeln. So. Dann bewässer mal. Warte. Okay, wir warten. Also ich finde die Idee hier schon mal richtig süß. Auch jetzt hier, dass hier Herzen fallen. Das wär's, Truplay. All unsere durstigen kleinen Samen haben jetzt ordentlich was zu trinken bekommen. Das war schon alles. Man muss die Erde nur pflügen, Samen einpflanzen, sie bewässern und dann abwarten. Aber leichter gesagt als getan. Man braucht nämlich fruchtbare Erde und davon gibt es auf dieser Insel kaum noch welche. Man sieht leicht, ob Erde verdorben ist. Sie wird lila und klebrig. Manchmal sieht es sie vor lauter Moos grün aus, aber wenn man gräbt, findet man nichts als schmutzigen Schleim. Die einzige Erde, die sich für Felder eignet, ist schön braun. Sieh dir nur die Erde an, die ich vorhin gepflügt habe, und vergleich sie mit all dem modrigen Matsch. So, damit haben wir jetzt schon ein bisschen was, ernsthaft, sie verfolgt mich jetzt? Also, ich wollte gerade sagen, damit haben wir jetzt schon einiges geschafft hier. Und, wenn man jetzt hier mal guckt, sie hat recht, man findet hier wirklich nur modrige Erde. Schleime. Das ist krass, dass ich das nicht einsetzen darf. Der Hammer ist echt so schwach. Aber ich wollte jetzt hier eigentlich nur mal rumgucken. Und dann gucken wir mal, was wir vielleicht noch so bauen können, oder? So, das kann auch alles weg. Ich schlag ihn, der geht erstmal beiseite. So, wechseln wir mal ganz kurz. Achso. Bauen wir es mal ganz kurz hier ein bisschen ordentlicher auf. Und dann sieht es schon mal ein bisschen schöner hier aus, ne? Auch schon mal gut aus. Oh, hier kann ich einen neuen Hammer bauen, aber der ist ja eigentlich schon ausgerüstet, oder geht er auch kaputt? Keine Ahnung, muss ich jetzt ganz ehrlich gesagt passen. Hier können wir auch noch nichts Neues bauen, aber wir haben 5 Betten, das ist auch in Ordnung. Und wenn ich das so betrachte, haben wir da auch noch eine Glocke.
Also hier kann wirklich was Schönes entstehen, wenn wir dem Ganzen helfen. Ich würde aber sagen, dem Ganzen helfen wir im nächsten Part weiter. Dann können wir auch wieder mit Rosie reden. Wir holen uns hier unsere Herzen und ich sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tod rein. Tschüss.